The NATO bombing has begun. Watch your step. See you at the pumping station. Und wir sind hier im Untergrund. Bam, die haben mal einen fetten Bums. Hey, sollte man da direkt sterben? Ja, wenn man da auf die Tanks schießt, dann explodieren sie. Immer gut zu wissen. Ach du Scheiße, was macht ihr hier? Ich mach hier Granaten runter. Jetzt hier durch. Dann bist du schon den Pixelgang entlang. Ist da hinten irgendwas? Nein. Nur eine Pixel-Animation. Zu langsam. Weiß man, was hier vor sich geht. Wo die Gegner so überall platziert sein können. Oh shit. Achso, das ist unsere. Ich wollte ihn jetzt beinahe schon erschießen. Und unser Freund kann runterkommen zu uns. Was eine Animation! Weggespült. So, weiter. Hier sollten wir doch nicht so viel Leben abziehen. Was denkt ihr euch dabei? Ich hab euch doch gar nichts getan. Was ist denn hier los? Im Moment. Ah, da ist doch das Wasser oder so rausgeflossen, oder? Ne, ich bin jetzt irgendwie verkehrt. Ne, wir gehen nochmal zurück. Hallo? Hör auf zu backen. Ja, weniger gesagt backen, sondern eher gesagt Spielfigur, hör auf hängen zu bleiben. Da bleibt wirklich überall hängen. Ah, da müssen wir jetzt durch. So, jetzt geht es los. Hör auf und zu weh zu tun. So, jetzt nehme ich wieder die hier. Jetzt geht's richtig ab. Ups. Ich glaube, das ist die können wir kaputt machen. Ah, hier geht's nach oben. Stimmt ja, man kann die auch entwaffnen. Irgendwie müsste das gehen. Ey, Arschloch, hör auf zu sterben, wenn ich dich nur entwaffnen will. So, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist ein Auto im Weg. Tschüss, Auto. Hallo. Und es geht in die Dampfsauna. Ah, oh, schön, dass Medikit benutzt.
war doch schon so alt. So, nach oben. Und hier das nächste Ventil öffnen. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir dann hin müssen. Aber nicht so. Mist. Ausweichen wollen und sowas bei so einem alten Spiel, dass die da teilweise dann schon. Das muss ich doch. So, alles tot, alles weg. Und wir können beide. Alle explodieren. Ich explodier gleich! So, Medikit aufgehoben. Und wir müssen irgendwo entlang. Irgendwo ist immer gut. Das macht uns aber nichts. Das bringt uns jetzt nicht um, oder? Nee. Müssen wir dort wirklich überhaupt hin? Oh. Ich denke, wir können, aber manchmal sind die Rätsel so einfach, dass sie schon wieder schwer sind. Doesn't look like a Serbian symbol on those crates. Oh. Bittet er um Gnade. Oh, jetzt stirb. Sind das halt irgendwie die Teile von der White Power Bewegung oder so? Oder irre ich mich da jetzt ein klein wenig? So die weiße Fuchs, die mir höher geht. Und alles tot. Alles gereinigt. Ja, er kommt genau zum rechten Zeitpunkt, wenn alles tot ist. We have a new mission for you two. He wants us to take out an artillery piece in the heart of the city. With your expertise, we can win back the town. Forget the captured stealth bomber you're going after. Bomber? Without any significant weapon, I promise you, it is useless to them. You scope out the location of this bomber. Queen Bee must already be on board. I'll take out the gun. Hurry, John! Schön. Wir gehen. Wir haben 50 von 110 getötet. Okay. Ach du Scheiße, wie viele Gegner gibt... Ah, ne, 110 ist unser Total, was wir überhaupt gekillt haben. Jetzt. John, come in. Go ahead, I found a hangar. A lot of activity here. I'm afraid they're gonna fly Queen Bee out soon. Hold tight. Now. Alter, was waren die hier mit unseren Leuten? Scheiße. Stirb. Das ist ja nicht schon. Schön.
Ah, da oben ist er. Kann ich da jetzt hoch? Ja. Dann benutzen wir auch mal die Schrotflinte. Pumpgun, beste Pumpgun. Wir laufen uns auf Männer. Wer sagt meine Männer zu killen? Der hat mich schon voll vor. So, da ist ein Mann gewesen. Aber nur eine Frage bleibt dabei offen. Warum musste es ein deutscher Schäferhund sein? Die sind so schön. Warum müssen genau die hier abgeschlachtet werden in Ratna Zona? Obwohl ich ja ganz genau weiß, dass das nicht. Das ist der Kraftbestand. So, hier. Ein paar Granaten, die wir irgendwie auf die benutzen. Also ich habe das Medikit benutzt. So benutzt man die Granate. Aber, ah ja, ich habe sie auch auf die mittlere Maustaste gestellt. Stimmt ja. Deine Mama dir nicht verboten, auf fremde Leute zu schießen mit einer Scharfschützengewehr. So. Sterbt, sterbt, dahin, dein Mann doch zu Garrett. So, was gibt's hier? Gar nichts. Da ist ein Scharfschützengewehr. Ich muss wirklich da runterspringen. Nee, muss ich gar nicht. Von dort sind wir hergekommen. Also nochmal alles durchlaufen. Da. Aber wo müssen wir denn dann? Das Tor ist ja verschlossen und das einzige, was offen ist. Nein! Hier ist schon wieder. Und schon wieder nach oben, rüber, auf. Wenn die nicht irgendwas reinmachen können, dass man da so eine Leiter runterschieben kann, damit man wieder schneller oben ist. Gibt's doch nicht. Will der mich jetzt wirklich so trollen?